Moin Leute und willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja schon erfolgreich festgestellt, dass ich mich hier mit meinem Micromanagement ganz schön verzettelt habe mit meinem Stromkram und so weiter. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier irgendwie klarkommen. Ich meine, hier sind wir jetzt soweit klar, aber auch nur, weil die Windräder gerade drehen. Der Nahrungsvorrat, tja, neigt sich leider auch sehr stark dem Ende entgegen. Wir können auch nicht auf Expedition, weil uns dafür, ja, viele Sachen fehlen. Forschen, ja, könnte man machen, aber, ja. Es mangelt irgendwie an allem und es ist gerade schwierig. Naja, mal sehen. Wir schauen mal. So. Boah, dunkel ist das hier, aber ich habe auch keine Lust hier, ehrlich gesagt, Dings zu bauen. Das müssten wir aber eigentlich machen. Licht. Das verknallt halt auch wieder. Licht, so, ne? Energie, meine ich. Ach, wir können Wandfackeln bauen. Dann machen wir das, weil Holz, glaube ich, wird nicht so problematisch sein. Wie jetzt. Tja, direkt über dem Bett schön am Schädel, weil sie so ein Ding hängen. Wie halt Stromsachen. Ich bin traurig und pessimistisch. Oh, armer Racker. Ja, moin, ey. Da haben wir so einen Pessimisten abgegriffen. Aber der kann halt sehr gut bauen, ne? Das ist natürlich auch nicht schlecht. Holz, ja, geht. Wir müssten eigentlich jagen gehen. Obwohl ich das echt fies finde. Tracker. Eigentlich wäre das ganz gut, wenn uns wieder irgendwelche Viecher angreifen. Oder hier so einen dicken Blobs. So ein Gierschlund. Oh, Silizium geben die doch, ne? Ach, die kann man nicht ernten. Die sind noch zu klein. Kana hat Intelligenz 3 erreicht. Oder so ein... Wie sind die noch? Ulfen, ne? Ich kann das ja mal... Ja. Boah, das tut mir jetzt echt schon leid. Ja, oder halt so ein... So ein Dracker, ne? Naja, ich weiß auch nicht. Hier ist auch so eine. Aber wir brauchen echt Essen, weil ihr seht das, der Winter hat gerade erst angefangen. Und ja. Wir brauchen auch unbedingt Silizium. Davon haben wir nämlich nichts. Keine elektronischen Geräte mehr. Gut, kochen. Ja, wir werden noch ein bisschen hinkommen. So ist es jetzt nicht, ne? Aber man verzettelt sich halt, ne? Jetzt aggressive Tiere, Tierangriffe. Rita mit der Jagd, echt jetzt?
Die hat den erlegt. Schlachten. Ja, top. Okay, ja, tut mir leid, Freund. Wer war da noch? Oh, Jack hat ihn auch schon erledigt. Ja, okay, das sollte ja dann reichen, weil als nächstes kommen wieder aggressive Tiere. Ja, hau mal ab hier. Nicht, dass die wieder in die Fallen latschen. Das wäre blöd. Oh, guckt mal, Leute, die haben hier überall, das sehe ich jetzt erst, die haben sie erstmal hier Dings gebaut. Schneemänner. Das ist ja witzig. Oh, lustig. Schneeballschlacht und Schneemann bauen. So. So. Okay. Wie sieht das eigentlich? Wartet auf Materialien. Nicht genug Ressourcen. Aber da haben wir auch noch auf Lager. Ah, schade. Hier haben wir auch schon nicht mehr genug. Naja, gut, okay. Ah, wir brauchen halt echt wieder Treibstoff, ne? Das ist schon übel. So, ich hatte gesehen, können noch ein... Ah, nee, wir haben keine... Nee, das geht doch nicht. Keine elektrischen Geräte. Oh nein, jetzt ist der da doch reingelaufen. Mist. Naja, jetzt kommen die aggressiven Tiere, ne? Blutet der aus? Na, guck mal, da stand auch hohe Chance, dass der zurückschlägt, wenn man den jagen geht. Da war das mit diesem dicken Blobs wahrscheinlich gar nicht schlecht. Schneemann intakt halt. Witzig. Okay, die aggressiven Tiere sind, glaube ich, da hinten. Mal gucken, wann die denn angreifen. Langweilt Rita mit Smalltalk, ey. Ja, ich würde ja gerne... Ach, wir haben noch keinen Treibstoff, ne? Ja, da kommen sie. Da kommen sie. Boah, das dauert aber noch, bis die da sind. Ich hoffe, Melody und Jack sind immer noch da. Ja, Geräte ohne Strom ist natürlich ganz, ganz schlecht. Na, dann schalt den mal aus. Wir haben ja jetzt erstmal ein bisschen was. Jetzt wollte ich gucken, ob die noch zusammen sind. Jawohl, die sind noch zusammen. Oh, hoffentlich gehen die nicht noch auseinander, ey. Ah, da kommen die Viecher. Alles klar, dann los, Leute. Dann mal hierher. Irgendeiner hat wegen Kampf, ziemlich abgekotzt. So, Jack. Ah, der muss denn hier rauf. Connor, der kommt auch mal mit hier. Oh, falsche Taste. Das nicht immer mit Shift? Naja, egal, dann muss ich das jetzt schnell einzeln machen. Ich muss auch echt... Oh, oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Kana muss da mal weg. Die wird da die ganze Zeit angeschossen. Ja, es ist auch immer, weil die im Dunkeln angreifen, ne?
geh halt rein. Ja, sehr gut. Das habt ihr gut gemacht. Wunderbar. So, Kreischer Jungtiere schlachten, Kreischer schlachten. Sehr gut, da haben wir auf jeden Fall wieder genug Stoff, um Treibstoff herzustellen. Ich freue mich. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das heißt, wir können auch hier ordentlich Gas geben. So. Ich würde ja auch gerne auf mehr auf Expedition und so gehen, ne? Aber es geht alles nicht. Forschung. Da könnte man schon noch einiges machen, aber Kraftfeldbarriere. Dauert halt lange, ne? Laserpistolen. Energiezellen, ja, die brauchen wir für die Waffen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Tja. Laserpistolen. Tja. Besser wäre ja, wenn wir die anderen haben, ne? Aber hat die wieder irgendwas, was nicht behandelt werden kann? Doch. Okay. Okay, ja, denn wie viel ist hier noch übrig? 4 von 6. Okay. Gut. Ja, was ich noch sagen wollte, ne, so alternative Energieformen, Solar, Wind und so, das finde ich auch alles ziemlich super. Nutze ich privat auch selber. Ja, und in Form oder in Verbindung mit Energiezellen, Wärmepumpen natürlich, glaube ich, auf jeden Fall auch irgendwie die Technologie der Zukunft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man immer so eine Übergangsphasen hat, wo man ganz klar natürlich noch auf Holz, also oder fossile Brennstoffe etc. allgemein natürlich noch angewiesen ist. Eine Sternschnuppe. Oh, das sieht auch so fantastisch aus. Wieder eine Sternschnuppe, ein Meteorit, der eine lange Spur am Himmel hinterließ, schlug nicht weit vom Lager entfernt ein. Es könnte sich um ein kleines Trümmerstück oder einen echten Meteoriten handeln. Okay, Sternschnuppe. Mega geil. So. Ja. Tja, wie sie alle schlachten, ey. Krass. Oh, guck mal, hier vorne liegen auch noch welche, die habe ich noch gar nicht. Da brauchen wir wirklich jeden einzelnen Fetzen, dass wir auch so ganz gut durch den Dings kommen, den Winter. So, da ist schon wieder Treibstoff im Werden. Ja, wäre natürlich gut, wenn wir auf den Generator, sag ich mal, nicht mehr angewiesen werden, aber teilte mit Melody ein Misstrauen gegenüber Homöopathie. Ja, Homöopathie halte ich, also kann jeder machen, was er möchte. Ich persönlich halte davon auch nichts. Ja, ich bin halt Naturwissenschaftler und ja,
dementsprechend auch sehr rational im Denken. Und was nicht bewiesen ist, ja, glaube ich persönlich dann halt auch nicht so dran. Ne? Und ich habe auch sehr lange in der Pharmazie gearbeitet, sodass ich auch weiß, wie Sachen hergestellt werden und was halt in bestimmten Bereichen gemacht wird. Und ich weiß nicht, also der Wirkstoff, der da drin ist, das ist so krass verdünnt. Ich kann mir das einmal nicht vorstellen, dass das beim Erwachsenen oder so, beim ausgewachsenen Menschen irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Wirkungen hat. Weiß ich nicht. Aber ja, ich bin auch immer neugierig, was neue wissenschaftliche Erkenntnisse angeht. Und vielleicht ändert sich das ja auch nochmal in ein paar Jahren, dass da die Forschung weitergeht und dementsprechend ja, da nochmal was anderes bewiesen wird, sag ich jetzt mal. 32. Haben sie eigentlich gut angepfeffert hier, aber das dauert halt ewig, ne? Können wir ja jetzt über Tag nochmal nutzen. Ah, ja, nee, oder auch nicht. Gut, dann lassen wir das. Wird ja schon wieder Nacht, habe ich gar nicht drauf geachtet eben. Oh, Connor ist schon wieder nicht so gut drauf. Hungrig, dunkel. Tja. Natürlich. Schwierig. Connor, der kotzt auch schon wieder. Ach, Connor, du. Willst du da eine Runde Dart spielen? Hatte einen heftigen Streit mit Rita. Ich denke, das ist seine Cousine. Connor. Warum zock mal eine Runde Darts? Hm? Damit es dir auch wieder besser geht. So, oh, 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 hier liegt noch was. Ah, der wird es auch bald hinter sich haben. Ja, wenn die da halt einmal reingelatscht sind, dann ist halt leider Feierabend. Das finde ich halt auch, leider nicht so schön. Das kann man aber noch verbessern hier, glaube ich. Aber da habe ich... Man kann das ja so ein bisschen kanalisieren hier. Aber da habe ich irgendwie leider nicht so die Materialien gerade für. 72 Holz ist jetzt auch nicht unbedingt die Masse, ne? Naja, wir können ja mal gucken, was wir noch so bauen können. Oder muss ich das alles noch erforschen? Kraftfeld bei... Ja, hier Flammenwerfer und so, ne? Ah, der braucht auch wieder Treibstoff. Hier automatische Geschütze. Das machen wir auch mal. So. Naja, jetzt schlafen sie eh erstmal wieder alle. Ja, und ansonsten, ja, hier so Kaminchen und so, das finde ich auch ganz gemütlich. Hatte ja gesagt, das wird so ein bisschen Podcast-Smalltalk-mäßig hier, Chatting-technisch so. Naja, Chatting eher nicht so, ne, aber ihr wisst, was ich meine. Geringer Nahrungsvorrat, schon wieder? Obwohl wir so viel Zeug gesammelt haben. Krass, das ist schon wieder alles verballert, ey, echt? Okay, krass. Ja, der ist jetzt auch umgefallen. Oh, der lebt aber noch.
war denn? Dann mach den mal platt. Ja, tut mir leid, Freund. Jo, ansonsten will ich denn im nächsten Jahr, wenn jetzt hier das auch ein bisschen anders bewirtschaften. Die Bäume sollen hier weg. Und dann sollen ein bisschen Feldfrüchte, dies, das, jenes. Zu kalt fürs Aussehen. Genau. Ja, das will ich denn aber auch erstmal klein halten. Oh, eine CPU geplündert. Geringer Nahrungsvorrat, ja. Kana. Ja, oh, oh, oh. Okay, ey, Leute, alter Schwede, ey. Wieder was zum Plündern, wie... Ups. Sorry, Leute, da bin ich einmal... Oh, das hier hinten haben sie auch verwertet. Einmal rausgekommen aus dem Spiel. So. Okay. Zwei sind untätig. Gleich nicht mehr. Check und Melody voll am Forsch. So, haben die jetzt hier schon aufgefüllt? Nein, der Scheiß ist nicht fertig, oder was? 32, 59, 60, 26. Ah, Scheiße, er ist noch nicht fertig, der Rotz, ey. Das war das, ne? Rackers, untätig, ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch manchmal nicht so genau, was ich den... Starker Kälteeinbruch. Oh, 14 Grad niedriger als sonst. Alte Schwede, ey. Ist das jetzt schon wieder ein Gewitter, oder? Ist das auch bescheuert, wenn die was draußen machen, wenn das so kalt ist, dann gucke ich mal, ob wir noch was machen können. Ah, du, da haben wir. Ah, da haben wir schon mal nix. Pflanzenleder. Ja, das funktioniert also auch nicht. Nehmen das mal alles raus. Pelzmantel. Können wir davon 6 machen? So viele wie Leute sind? Ne. Schade. Können wir nicht machen. Ich hab halt nichts so. Löttechnisch. Ja, fehlen uns die Energiezellen. Hier fehlt uns Silizium. Ist das denn jetzt überall warm genug? Was haben wir hier? 14 Grad? 9 Grad? 11? Weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht so warm. 5? Dann stell halt noch einen Ofen hier hin.
Das ging ja nicht. Obwohl, es wäre eigentlich schlauer, wenn wir den vielleicht hier reinstellen. Kana geht es auch nicht so gut. Was hat die so für Probleme? Schläfrig. Schmerzen hier, Schmerzen da. Ja, dann... kocht halt, ne? Connor ist untätig. Ja, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht so genau, was ich mit denen machen soll. Was? Melody hat Jack einen Antrag gemacht. Verlobte, Überlebende heiraten, sobald es einen Hochzeitsbogen gibt. Was? Leute, ey, was geht hier ab, Mann? Ey, das ist ja stark, ey. Ja, ich gebe zu, das ist hier alles ein bisschen spärlich beleuchtet, aber wir müssen sparen, Leute. Hochzeitsbogen. Ja. Ist okay. Energiezelle. Nein, was ist das? Oh, das kriegen wir auch wieder nicht hin. Da waren irgendwelche Kristalle oder sowas abgebildet. Die haben wir noch gar nicht. Boah. So, Vergnügen. Hochzeitsbogen. Ja, wo findet man das denn? Da! Leute. Ja, hier vielleicht so... so schick. Können wir das Ding denn hinstellen? Hier so schön vor die Statue. Und den Blitzableiter. So. Puh, ja, es ist kalt, ne? Oh, ich müsste auch mal Speere wieder anfertigen. Guck jetzt gerade mal. Kana, die hat auch nicht so tolle Sachen an, ne? Racker? Ja, der könnte... Oh, ja, scheiße, wir haben keine Mütze mehr. So, dann zerleg den Kram mal hier. So, nee, Waffen. Dann machen wir noch zweimal fertig hier. Ah ja, Mangel, Mangel, Mangel. Von allem ist nicht genug da. Und hier ist auch schon wieder Feierabend. Ja. Verliere ich den Verstand? Ich glaube, ich drehe gleich durch. Ja, dann entspann dich doch mal. Dann spiel doch mal hier dein Ding. Auch immer so. Tja, vor allen Dingen hat sie ihm einen Antrag gemacht. Das finde ich auch stark. Gut, ich bin da jetzt eher so altmodisch, ne, sag ich jetzt mal. Also umgekehrt, Mann macht der Frau einen Antrag, aber finde ich gut, dass sie da die Initiative ergriffen hat.
mal, Kana geht jetzt pennen. Vorher ein bisschen rumgespielt. Ja, vielleicht wird das ja jetzt wieder ein bisschen besser. Naja, jetzt gehen sie eh erstmal alle pennen. Was ist das? Können die doch machen, ne? Dafür verwenden. Boah, das hört sich auch schon wieder alles ziemlich bedrohlich an hier. Mann, 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 ey. Oh, ich warte ja auch immer noch auf diesen scheiß Treibstoff, ne? Das dauert so lange, ey. Oh ja, bei Raka. Ach, diese scheiß Zimmer noch, ey. So. Holztür. Muss da rein. Muss sich ja alles ein bisschen umbauen. Jack, wie sieht's aus? Machst du das mal eben bitte schnell? Danke. Wand. Das wird ein richtiges Scheißzimmer, Alter. So, richtiges Scheißzimmer wird das. Aber es geht jetzt gerade nicht anders. Der muss denn da raus? Der kann dann... Der kommt denn hier rein oder so? So, jetzt muss ich mich mal wieder um das Essen kümmern. Muss mal hier noch so eine Fackel hinsetzen, das ist echt ganz schön. So, jetzt geht das los hier. Dass wir jetzt langsam nicht mehr genug Ressourcen haben. Klirrend kalt, ja. Scheiße, ey. Ich hoffe, die machen hauptsächlich drinnen was. So. Dann hat der jetzt auch sein eigenes Zimmer hier. Das war jetzt nicht so schön, aber besser als nix. Gibt's hier noch eine Fackel rein? Boah. Dann kann ich ja eigentlich nochmal... Wie war das denn nochmal hier Licht? Hier. Hau ich hier noch so eine Belüftung rein. Ja, Connor hat schon wieder Migräne, ey. Ja, essenstechnisch. Boah, das ganze eingelegte Gemüse ist auch irgendwie schon wieder weg. Zieh, Gärfas, zieh! Hoffentlich kommen bald wieder Gegner, habe ich gerade schon so gedacht, dass wir dann wieder Nahrung haben. So. Ich will die eigentlich auch nicht rausjagen, weil das so scheiße kalt ist. Ja, die kann man noch nicht ernten, ne? Oh, das ist eine Rotze mit den Dingern. hier hinten. Nein, das ist nicht so weit weg, aber... Der wird bestimmt gleich richtig motzen, ne? Ist so kalt und dann haben die nachher wieder alle Krankheiten und so. Wirkreflex. Schwierig. So. Ja, ich würde gerne mehr machen, aber leider...
das brauche ich aktuell nicht. Das kostet nur Strom. Warum zum Geier, wenn die alle untätig sind? Was fehlt denn da? Da waren doch... Stoff war doch alles da, Alter. Hä? Haben die das für was anderes verballert oder was? Ja, anscheinend schon, weil... Nervig. Oh, sehr gut. Jack, sehr, sehr gut. Ist hier noch was in der Nähe, wo man sagen kann, so, jo, oben, ne? Kühl, ja. Ist hier drinne, oh, 3 Grad nur, obwohl ich hier überall diese scheiß Öfen hab. Ich bring ja gar nichts, ey. Gefühlt. Das ist krass, dass die bringen ja echt nicht viel hier. Erstaunlich. Okay. Jawohl. Kana kümmert sich um den Heißluftballon und dann geht's für Rita oder sonst jemanden auf jeden Fall wieder los. Sternschnuppe, ja hier. Könnte man auch schon fast 2 Dinger von bauen, ne? Vom Heißluftballon, aber... Dann sind die ja auch ständig auf Achse. So. Rita. Und noch eine Mahlzeit. Gönn dir. Herrlich. Okay, prima. So, bin ich gespannt. Nochmal 13. Sehr gut geplündert. Haben wir jetzt erstmal wieder. Sehr schön. Wir müssen aufpassen, ne? Boah, ja, hier schon wieder nicht genug Ressourcen, ey. Oh Mann, ey. So, dann muss ich mich hier leider schon wieder nach... Boah, ja, das ist sehr gut. Nach Tieren umgucken. Sitzt da irgendwas? Da sind Flugsaurier da oder so. Er versuchte mit Kana zu flirten, scheiterte aber. Melody? Was? Denkt, die will Jack heiraten? Was ist das denn für eine? Interessiert, Verlobte von Jack interessiert sich für Kana. Ich fass es nicht. Was ist das hier? Da findet doch so eine Kommune oder was? Ménage à trois oder wie? Oh, das ist, ja, manche mögen es heiß, ne? Federn. Ich habe diese großen Federn sorgfältig studiert, bin zu dem Entschluss gekommen, dass sie von einem großen Vogel stammen. Wir können daraus problemlos Stoff herstellen. Ja, moin. Was brauche ich dafür? Da stand irgendwie Werkbank, ne? An einer Werkbank. Nee, das ist die Schneiderbank. Federn sammeln. Okay, Federn sammeln. Wie mache ich das? Eine Sternschnuppe. Ein Meteorit. Ich habe einen kleinen glatten Meteoriten entdeckt, der schön glänzt. Ich glaube, ich behalte ihn als Glücksbringer. Na, das muss doch ein
Gutes Zeichen sein. Schön, Rita. Gab das ein bisschen Boni für dich? Na, leider eher nicht so. Schade. So, wann kommt sie wieder? Okay. So, die pennen jetzt erstmal alle. Geplündert. Sehr gut. Rita ist wieder da. Der benötigt jetzt erstmal Treibstoff. Ja, haben wir da schon wieder was? Nee, aber bald. Das ist alles was. Ja, die hocken ja alle ziemlich im Dunkeln, ne? Die ganzen Fackeln sind jetzt aus. Tja. Antibiotika, wie viel haben wir da eigentlich noch? Aha, 10-mal nur noch. Boah, hoffentlich ist der Winter bald vorbei, dass wir da wieder anbauen können. Die Dinger immer wieder. Racker pflanzt. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt auch schon geht. Na, dann müssen wir uns halt auf lange Sicht natürlich überlegen, ob wir das hier erweitern, ne? Brauche ich aber wieder viel Holz für, ey. So. Zieh mal noch durch hier mit deinem Fass. Dass wir Rita bald wieder auf Expedition hier schicken können. 92, meine. Ah, dauert noch. Ist gleich fertig. Forschung, was hatten wir da jetzt eigentlich? Ah ja, diese Feldbarrieren. Ich glaube, die kann ich auch schon wieder gar nicht bauen. Da brauche ich Strom wieder und wahrscheinlich wieder irgendwelche elektronischen Geräte oder so. Kana ist untätig. Ja, denn... Achso. Schade. Wer ist noch? Connor ist untätig. Ja, Connor, was hältst du von der Runde Dart? Hm, auch nix. Okay. Ja, schade. Oh, ja, jetzt müssen wir langsam aufpassen. Ja, gut, dann werde ich mal auf die Jagd gehen. Oh, hier sind wieder Blobsies. Gucken, ob uns das gelingt. Connor geht da hin. Der ist eigentlich im Jagen, glaube ich, ganz gut. Oh, was hat er geplündert? Das ist so eine Pistole oder so. Ja. Jack hat auch so ein Ding, ne? Rita, gebe ich mal noch so ein... So, die hat er noch nicht geholt. Die transportiert er noch. Aggressive Tiere. Ja, moin. So, kann Rita sich die jetzt nehmen? Jawohl.
Oh, Connor war erfolgreich. Sehr gut. Boah, Erste-Hilfe-Kästen. Sehr schön. Okay. Ups. Ja, wir haben, glaube ich, noch keinen Treibstoff wieder, ne? Nein, sind die alle leer? Haben die das alles da reingepfeffert? Nein. Oh, uns fehlen 7 für den... So, wer ist jetzt gerade... auftanken unterwegs. Ach ja, das ist gut, dass er das macht. Auch sehr gut wieder Metall geplündert, ja. So. Tierangriffe. Flucht vor Gefahr. Ach du Scheiße. Connor. Wo ist der denn? Connor, Alter, lauf weg, Junge. Das sind viel zu viele. Check, geht mal. Die müssen jetzt erstmal alle zurückkommen hier. Das sind Snacks. Connor, zieh! Ah ne, der kann auch hier rein, das ist kürzer. Raka hat auch, glaube ich, gar keinen Bock drauf, so. Wie? Alter! Junge, rette mal den Connor, Alter. Oh, ernsthaft jetzt? Alter, wo kommt das Vieh jetzt her? Mann, denn schieß das ab, ey. Ist das jetzt hier dein fucking Ernst, ey? Alter, knall den jetzt ab, Mann. Oh, was ist das schon wieder für ein scheiß Stress? Ey, jetzt rette Connor, Mann. Alter, der ist fast platt. Boah, ist das denn die Möglichkeit? Boah, wir brauchen unbedingt Waffen und so, ey. Hart nervig ist das, ne? Oh, Leute, ey. Boah, der arme Connor. Oh, Schwanzstiche, Oberfläche, alte Schwede. Oh. Boah, das war hier wieder der größte Reinfall, ey. Tja, wir haben keine Ressourcen mehr dafür, ey. Boah, Connor, dem geht's richtig schlecht. Ja, das kann jetzt natürlich sein, dass uns Connor stirbt, ne? Das ist natürlich...
Seine Gesundheit geht auf jeden Fall hart runter, so. Blutet aus in 4 Stunden. Ja. Ich würde sagen, das kriegt sie, glaube ich, nicht gebacken. Scheiße, ey, da haben wir schon... Oh, krass, ey, haben wir voll unser Ziel schon verfehlt. Müssen wir wahrscheinlich noch ein Grab bauen für Connor, Alter. Krass, ey. Boah, das war ja leider der Albtraum schlechthin, ey. Boah, der war auch echt hart verletzt, ey. Ah, es wird weniger, ne? Aber... auf keinen Fall, Alter, hörst du jetzt auf, ihn zu behandeln. Alter! Ernsthaft jetzt, dass die da jetzt weggeht? Wo ist die alte Ziege, ey? Oh, ich dreh hier ab, ey. Ich dreh hier ab. Ey, ernsthaft, dass sie da jetzt wegrennt, ey? Ich lasse den krepieren. Die pennen hier lieber alle, ey. Rita wird auch nicht versorgt. Obwohl bei allen das auf 1 ist, ey. Alter, das ist heftig, ey. Krass, ey, dem geht's echt schlecht, ey. Boah, ey, es kann sein, dass wir den jetzt noch retten, aber das war echt richtig knapp. Connor, ey. Oh, der Arme. Oh, krass, ey, der arme Connor, alter Schwede, ey. Ja, scheiße, Leute, so lange wollte ich die Folge schon wieder gar nicht mehr machen. Boah, das hat jetzt echt hart gekickt, Junge. Boah, habe ich echt schon richtig Panik gekriegt, dass wir gleich hier den ersten beim Sterben zu sehen. Und, oh, Alter, das brauche ich nicht nochmal, ey. Puh, der arme Connor, ey. Oh, Mann. Naja, ja gut, dann, ja. War sehr ereignisreich, sag ich jetzt mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.